Spielen wird es einfach überhaupt nicht dargestellt. Bei manchen Spielen schon, wie bei Kirby Space Program eigentlich schon. Nur eben gerade habe ich gesehen, dass es irgendwann stocken, also einfach, ne, hings bei irgendeinem Frame und hat nichts weiter gezeigt. So, können wir abheben? Jo, passt. Und das ist dann halt eben schon doof. Ah, ich sehe gerade, wir stören nur mit den Dingern hier. Geil. Ja, habe ich mir direkt Sorgen gemacht, weil es ja eben davor auch schon das häufiger passiert ist. Mit den Left4Dead-Aufnahmen. Oder allgemein bei Aufnahmen bei Spielen, die auf der Source Engine basieren. Bei CSGO, was ich übrigens auch mal teilweise aufgenommen habe, hat einmal funktioniert. Ich habe es auch davor schon mal versucht, ein paar Mal aufzunehmen, aber da hat es auch nicht funktioniert. Ich spiele nämlich in letzter Zeit relativ viel mit ein paar Freunden CSGO. Überraschenderweise macht es sogar relativ viel Spaß. Letztens Hide and Seek gespielt. Super geil. Super geil. Ja. Ich würde sagen, genau. Und da hat es dann irgendwie da stocken geblieben. Habe ich dann versucht, da rauszutappen. Da war ich nämlich gerade das Ding fertig gebaut und war gerade auf dem Runway. Gerade so drauf und dran zu sagen, yo, das Ding fliegen wir jetzt. Rüber geguckt, zack, da stimmt irgendwas nicht. Rausgetappt, dachte ich mir, jo, hängt wieder. War ja vorhin schon mal so. Nur einmal aus, wieder an, passt schon. Habe ich dann gemacht. Ging nicht, nochmal gemacht, ging immer noch nicht, nochmal gemacht, ging immer noch nicht. Dann dachte ich mir, ja gut, drauf geschissen, mache ich einfach mal kurz weiter, gucken, ne, mache nochmal einen Testflug, guck, ob es dann danach einfach mal, ne, kurze Pause, gucken, was ob da los, ob da irgendwas los ist, ne. Dachte ich mir so, habe zurück, hat gerade fertig geladen, die, ne, ist da erst kurz laden, bevor man dann hier auf dem Runway steht. Ja, dachte ich mir, ne, Trivio wieder an, hat gerade irgendwie rumgeladen, ja, dann geguckt, was geht ab, nichts. KSB hat dann, war dann irgendwie eine Zeit lang hat es keine Rückmeldung gegeben. Irgendwie sowas. Da kennt man ja, wenn das Bild dann so ausweist. Nicht ausgraut, aber ausweist. Ich kann mir hier ein bisschen dabei mal nebenbei bemerkt. Ja. Habe ich geguckt. Ne? Was geht da so alles ab? Ja. Dann stand da irgendwas mit Dolby Digital ist nicht unterstützt. Audioeinstellungen auf Stereo umstellen. Da dachte ich mir so, ja klar, weil mein Stereo-Headset und Mono-Mikrofon natürlich auch Dolby Digital ausgibt, also in Audioform. Könnte sein, dass das Spiel irgendwas einstellt, aber das auch am Rumspacken war. Kam mir aber irgendwie unwahrscheinlich vor. Das Spiel lief dann auch wieder, also musste nichts neu starten, ist nichts abgestürzt, rein gar nichts. Tolle Bäume übrigens. Würde ich mir gerne mehr von wünschen. Und soll ich mal versuchen zu landen? Aber das sollte ich vielleicht nicht machen. Aber ich könnte mal runter. Versuche einfach mal zu landen. Ich hoffe, die Bäume haben keine Kollision. Aber das sollte ich mal runtersetzen. So. Ja. War dann halt doof. Habe ich dann einfach gewartet, bis es das Pfeil explodiert hat. Hat irgendwie die letzten 3 Minuten oder so nicht richtig aufgenommen. Hab dann einfach Elgato die Software Game Capture, Game Capture irgendwas, dann einfach Rage quittet. Oh, what? Dieses Radhain, das ist so unbrauchbar. Unbrauchbar, sag ich. Jetzt müssen wir Notwasser, so eine Scheiße. Naja, hab das Ganze Rage quittet, einfach mal das interne Aufnahmesoftware von Camtasia verwendet. Habe das mal einmal getestet mit dem Testflug. Kann sagen, das Ding ist überraschend stabil. Bisher eines der am besten zu fliegendsten Fluggeräte, die wir gebaut haben. Oder ich gebaut habe. Das habt ihr ja wenig mit zu tun. Ja. Keine Ahnung, wieso. Ah, das sieht immer so cool aus. Doch cool. K-U-H-L. Das fasst sich jetzt auch echt schön aus. Nur mal so nebenbei bemerkt. Das ist irgendeine Mod. Ich habe vergessen, welches genau war. Ich glaube, Scatterer. Scatterer. Oh, ein Stein. Ist halt einfach unglaublich. Das ist ein Stein. Sieht aber echt geil aus, ne? Erinnert mich ein bisschen, falls das irgendwer kennt, an das grundlegende Wasser-Shadering der CryEngine 3.
wird sich wahrscheinlich jetzt hier keiner mit auskennen. Oder damit jemals irgendwas zu tun gehabt haben. Ist auch toll. Aber es sieht ungefähr genauso aus. Übrigens, die CryEngine, wer es nicht weiß, ist eine Game Engine, die total Game Engineering ist. Also eben so, wie eine Game Engine sein sollte. Punkt. Das umschreibt es. Das umschreibt es exakt auf den Punkt. Mir fällt gerade wieder auf, ich laber echt scheiße. Also mehr als sonst. Das sei mal dahin gesagt. Bin mal gespannt, wie groß das das File sein wird, das Camtasia da dann speichert. Das war eine richtige Traumlandung. Schön. Der Rotor läuft trotzdem weiter, so halb ins Wasser rein. Wo ist das denn auch? Dreck auf der Linse, so wie es aussieht. Ich habe das Gefühl, dass hier mit den Wolken irgendwie sich zwei Mods überschneiden. Aber hier hinten irgendeine. Oh, die könnten das denn sein? Ah, fuck, wie hieß sie? Ah, ich weiß es nicht mehr. Und hier irgendwie das Scatterer Mod. Ja doch, Recover. Hat zwar dann Geld gekostet, aber YOLO. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die, also auf meiner Liste. Sprache sagt nö. Haben wir neue Mods testen. Soweit wie es für uns möglich war, haben wir das getan. Dann steht nun Komsatz 2 auf der Liste. Auf der Litze, ne? Weißt Bescheid, Zwinker. Ich hab übrigens echt gezwinkert. Ach scheiße, ich bin auf der Ladebildschirm wäre etwas länger, dass ich heimlich was trinken kann. Oh scheiße. Haben wir wieder fachmännisch gemutet. Dann. Was contain locked inverted parts? Was? Gefällt mir nicht. Laut? Tut's ja gar nicht. Du Lügner! Ja, was haben wir genau? Die Batterie. Was genau daran ist nicht erlaubt? Also, ne? Invalid Parts. Was hieran ist invalid? Genau, hier bei das. Okay. Also, soweit sieht das für mich alles ganz in Ordnung aus. Ich meine sogar. Okay, gut, hatten wir nicht. Ich dachte, wir hätten hier noch Contracts, die mit dem Kommunikationssystem zu tun haben. Nein, das bleibt da. Das kommt weg. Genau, was da noch auf meiner Liste steht. Es gibt ja die wundervollen Raketen. Raketen. Zum Beispiel Delta 5 oder so. Oder Delta 4 oder Delta 3 oder Delta 2 oder Delta 1. Ja, mit einem tollen. Was ist das eigentlich? Ich glaube, griechischen Buchstaben und einer Zahl. Das machen wir auch. Bei was können. Und zwar haben wir das hier. So. Das wird. Mal irgendwie griechischen Buchstaben. Gamma. 1. So. So, der große Bruder, so glaube ich, Delta 5. So. Ja, ich hätte es gerne. So. So wie der große Bruder. Man merkt, Rechtschreibung ist nicht mein Ding. Da kommt das weg. Ja. So. Die Gamma 1. In der 4-Booster-Konfiguration. Die, soweit wie ich mich richtig erinnere, nicht wirklich so war, wie sie sein soll. Ja doch, das passt ziemlich gut.
Wenn ich mich jetzt nicht irre und wir da oben keinen. Doch, warte. Ach, mach das mal so. So, 4 Stück. Denn ich meine, ich habe auch. Wie heißt es? Ach, scheiße. Mann, wie heißt es? Ich hab den Mod-Namen vergessen. Nein! Okay, dann glaube ich, ich hab's nicht gemacht. Ach, scheiße, wie hieß es denn? Also, die Mod beinhaltet quasi nur, dass wenn wir sowas abkoppeln, und wir dann genügend Fallschirme dran hätten, dass das Ding sicher landen könnte. Dass es dann man das Geld dafür zurückbekommt. Aber so genau weiß ich das nicht mehr. Ja, warte mal, wenn wir jetzt. Ich möchte mal gucken, wie das hier mit dem. Okay, das. Da unten. Das heißt, ne, man erinnert sich vielleicht an das letzte Mal, wir hatten Probleme, dass sich das Ding nicht richtig gut gedreht hat. Oder zumindest Ewigkeiten dafür gebraucht hat. Okay, das ist zu klein. Aber das sollte sich ja nicht aufhalten. So, dann. Hup. Passt. Ja, es ist wenigstens. Also, ne, solche Reaction Wheels sollte man immer irgendwo in der Nähe vom Center of Mass packen. Also vom Zentrum der Masse. So, dafür habe ich das unten noch abgenommen, damit die das Center of Mass nicht da unten ist. Das COM, sondern halt eben so, wie es halt eben wäre, wenn der Rest, ganze Rest weg ist. Dann haben wir hier dann noch oben ein Stückchen weit. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wenn wir jetzt rein hypothetisch noch mehr dran packen, ändert das irgendwas? Das ist jetzt die Frage. Ich meine nämlich nicht. Also, nicht wirklich. So hier. Ja, passt schon. Denn unser Extremrohr Orbit wird ja trotzdem nicht erreicht. Guck mal, komm mal hier umbenennen hier. Das ist nämlich 2 plus Gamma 1. Einmal so. Body Fight. So richtig geschrieben? Keine Ahnung, drauf geschissen. Fuck the system. Wir sind ja am Rebellieren! Rebellen! 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 Eggshape, was ist mal hier? So geht das hier? Ne, das drum ist so. Ja. Boah. Boah. Warte mal. Ist halt eben jetzt die Frage. Stimmt. Da habe ich auch noch was. Ich hab da was vorbereitet. Du. Ich hab ja, ich meine, in der letzten Aufnahme. Ach, warte mal, guck, das Headset kurz abnehmen. Wow. Ah, meine Ohren. Meine Ohren tun tierisch weh. Oh, Alter. Ach du Scheiße. Das kommt davon, wenn man so ein eng anliegendes Headset den ganzen verfickten Tag an hat. Alter. Warte mal kurz. Mein rechtes Ohr tut echt. Alter, das tut richtig weh. Wenn ich das jetzt so mit der Hand irgendwie so rumbiege. Drauf rumdrücke. Alter. Aua. Das ist so. Ne, einem dieser Ohrknicke, wenn man da so drauf drückt, dann tut das gerade voll weh. Genau. Was ich aber sagen wollte. Zum Delta V, da hatte ich letztes Mal so eine Map dafür. Total gezeigt, die ich irgendwo auf dem Desktop hatte oder sowas. Ja. Aber, genau diese Map. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht. Die ist tatsächlich inaktuell. So, dafür tappe ich jetzt einfach mal raus. Und guck mal, ich glaube, das war hier, war das noch mit offen. Warte, ich gucke erstmal. Jein. Hier sind auf jeden Fall noch ganzen alten Tabs. Nö, das ist es nicht. Warte mal, es ist hier das Fenster im Weg. Ich schwöre, das kann man ja auch über hier so. Also, ich habe hier. Nein, das ist sowas mit PHP.
ja. Hier sieht man jetzt meine tollen wissenschaftlichen Suchen. Was ist das Richtige? 3000, 1000. Wenn man sich gerade noch mal so überlegt. Oh ja, hier übrigens letzte Folge. Ganz wundervoll. Ah, falls man das überhaupt sieht. Wäre doof, wenn nicht. So, wo wollte ich hin? Genau, ich wollte auf D. Und dann einmal hier hin. Denn 4550 und hier sind 3000. Genau. Das ist nämlich von der Version 1. Punkt, 0.5. Eventuell. Ich glaube, ja. Und das hier müsste aus der aktuelleren Version sein. 1.1.3. Genau. Das ist die aktuellste. Aber ich meine, ich müsste auch noch irgendwo. Ah ja, hier übrigens, ganz toll. Optimal Rocket Calculator für 1.5. 1.0.5. Ah, genau, hier ist es. Hier habe ich das nochmal verwendet. Habe ich nicht. So, hier. Pool, Bob, Tilo, Val, Sane. Ja. Das ist irgendein anderes Design. Der Schelm ist Black for the Version, which edited sideways. Achso, nö, würde ich nicht. Das ist eigentlich schon ganz gut so, wie es ist. Denn das hier sagt nämlich, für von Kerbin in den Low Orbit sind es 3400 Delta V. Warum flackert meine Maus? Okay, jetzt hat's aufgehört. Sind es 3400 Delta V, beziehungsweise Meter pro Sekunde. Und dann von dort aus in den Geostational Orbit, so steht es zumindest, sind es dann nochmal 1115, nicht 14. Und die tolle Karte, die wir, oder die ich davor benutzt habe, sagt, es sind 4550 anstelle von 3400 in den Low Orbit und alles andere ist gleich geblieben. Ja, doch ein paar Sachen sind noch anders. Oder? 930, 160, 180. Na gut. Alles andere ist relativ gleich geblieben. Meine Maus flackert wieder. Aber auf jeden Fall, die Map ist wesentlich besser. Wie ich finde. Oder zumindest aktueller. Also brauchen wir hierfür dann 4515. Was wir um Längen nicht erreicht haben hier. Wir haben hier nämlich. Oh Gott. Warte, das sind circa, sagen wir, 3000. Das sind 5000. 6150, schätze ich mal, wenn es dann wirklich hier rumgeht. Oh, warte mal. Ich sehe da gerade was. Was sind schon meine Augen da? Ich habe ja selbstverständlich auch nach dem optimalen Thrust-to-Rate-Weight-Ratio gesucht. Das soll wohl irgendwo so zwischen 1 und irgendwas liegen. 1 und 2,5 oder sowas. Ich setze es gerade mal auf ca. 2. So. Okay. Ja. Ich wünschte immer noch, wir hätten die Xenon-Dinger, um dann auch richtig so rumbewegen und zu können und so. Ich packe mal. Hallo? Eine Batterie? Jo. Okay, dann packe ich die oben drauf. Also nochmal eine extra Batterie. Unterscheiden sich halt eben Kommensatz 1 und Kommensatz 2 ein bisschen. Ja, kein Problem, darum haben die Dinge auch verschiedene Namen. Wenn sie alle gleich sein sollten, oder gleich sein. Gleich sollen sein? Gleich sein sollen werden? Ich weiß es nicht. Wenn sie alle gleich gewesen sein sollten, wären sie alle Komsat benannt, als Komsat benannt wurden. Und nicht als Komsat 1 und Komsat 2 und so weiter. Solar Power.